Was ist für mich Kunst? Ich fotografiere, weil die Kamera ein Spielzeug ist. Eine Ausrede, um als Erwachsener wieder Kind zu sein. Aber ist da nicht noch mehr? Möchte ich nicht das Schöne fotografieren? Bin ich nicht magisch angezogen von einer Ästhetik, der Lehre des Schönen? Das Glitzern am Horizont, Farben, Form, Bewegung, Kontraste. Warum möchte ich Schönheit überhaupt einfangen, sie festhalten, Fotos machen, sortieren, archivieren, drucken? Bin ich ein Künstler? Der Duden definiert die Kunst als schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne, in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Doch ist das Fotografieren von Schönheit Kunst? Liegt der Wert der Kunst im Objekt der Natur selbst? Oder entsteht er durch meine bewusste Entscheidung, das für mich Schöne zu fotografieren? Ist Fotografie nur Handwerk, um unsere Fähigkeit des Sehens als physisches Produkt greifbar zu machen? Ein Handwerk, um Erinnerungen visuell festzuhalten? Die Erinnerung an diesen Strand, beschaulich gelegen am Greifswalder Bodden, Naturschutzgebiet, Drachenreich, vom Wind gezeichnet. Wenn ich an diesem Strand umherwandere, bin ich auf der Suche nach Himmel, Bäumen, Gräsern, Linien, Farben, rechten Winkeln, in Bezug stehenden Objekten, Überraschungen, Kontrasten, Gegensätzlichkeiten. Im Moment des Fotografierens frage ich mich nicht, ob Fotografie Kunst ist. Ich erfreue mich an den gemeinsamen Momenten mit anderen Menschen, sehe Flächen und Muster, teile dreidimensionale Existenz in Flächen ein, lasse Bäume gegen Kanten laufen und erschaffe Bilder, Eindrücke, verdichtete Welt. Ich erschaffe etwas. Ich forme mit meinen Gedanken, lasse meine eigenen Erfahrungen, Erinnerungen, Werte und Visionen in diesen Moment einfließen. Hier entsteht für mich Kunst. Fotografie ist nicht nur eine Technik, ein Werkzeug, ein Handwerk, um unsere Umgebung abzubilden. Fotografie ist Kunst, die Kunst der Veränderung, die Kunst, mich zufrieden zu machen. Die Kunst, mir zu zeigen, dass die Welt voller Schönheit ist. Die Kunst der Wertschätzung alltäglicher Situationen. Die Kunst der Ruhe und der Gelassenheit. Die Kunst der Selbstverständigung. Fotografie hilft mir, meine Ideen umzusetzen, mich auszuprobieren, mein Selbstbild zu finden. Sie lädt ein, über Vergangenheit und Gegenwart zu sinnieren, den Status quo zu hinterfragen und Neues zu wagen. Und so ist dieses Bild Ausdruck meiner selbst, Interaktion mit meiner Umwelt, gedruckte Zufriedenheit. Ein Stück Erinnerung, eingebrannt durch Sonnenlicht, ausgewaschen mit Boddenwasser. Aus Negativ wird Positiv, aus Sonne wird Licht, aus Idee wird Wirklichkeit.